Öfter werde ich gefragt, wie kriegt man eigentlich Teilnehmer dazu zu spielen? Und deshalb möchte ich Ihnen mal drei Varianten zeigen, wie man so ein Spiel ankündigen kann. Erste Variante. Ja, also ich habe mir überlegt, wir könnten vielleicht diese Einheit, die ich jetzt mit euch vorhabe, mit einem kleinen Spielchen beginnen. Wenn ihr wollt, allerdings nur, ich weiß nicht so recht, ihr seht jetzt nicht so glücklich aus, aber ihr müsstet da eventuell mal für aufstehen und dann... Muss das sein? Also ja, Sie sehen schon, das kann überhaupt nicht funktionieren. Mit so einem Gewusel und hin und her und nicht richtig klar sein, damit kriegen Sie keinen dazu, mit Ihnen zu spielen. Nächste Variante. Ja, ich erkläre euch mal, worum es jetzt geht. Also gleich sollt ihr aufstehen, dann sollt ihr euch zu dritt zusammentun, euch Stühle nehmen und in den Kreis setzen. Dann ist einer A, einer B, einer C. Und dann soll einer die Augen schließen, B ist das. Und dann soll C B erklären, wie praktisch A sitzt. Also A hat sich dann auf eine komische Art und Weise auch hingesetzt. Und danach, wenn das durch ist, rotiert der. Dann übernimmt also A die Rolle von B und B übernimmt die Rolle von C und C übernimmt die Rolle von A. Und dann macht er das nochmal durch und danach rotiert er nochmal, dann übernimmt also und so weiter und so weiter. Ja, auch sowas kann nicht funktionieren. Erstens ist überhaupt keine Klarheit drin und zweitens habe ich die Teilnehmer so richtig zugetextet. Also keiner weiß eigentlich mehr, was soll ich jetzt eigentlich machen. Und so verlieren die Teilnehmer auch die Lust, wie man sehen konnte. Dritte Variante, ganz einfach. Okay, ich brauche euch mal stehend. Ich bitte euch aufzustehen. Und nehmt euch mal eure Stühle und tut euch zu dritt zusammen, nehmt den ganzen Raum und setzt euch dorthin.